Hi Leute, willkommen bei Teasy. Wir kommen zu einem Rat der Hölle Blindcraft. Die große, richtige Frage. Das war eigens kein extra Punkt. Wir sind aktuell noch im Dynastie, ne? Dynastie, stimmt. Okay, dann gibt Dynastie einen extra Punkt, Dynastie ganz klar. Dynastie gibt einen extra Punkt. Dynastie gibt einen extra Punkt, ob Icon oder egal. Nicht. Lasst ein Däumchen nach oben da, Freunde, für diejenigen, die es noch kennen. Rat der Hölle sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Moderner. Wir haben das Originale noch da hinten stehen. Wir haben die Chili drauf, die Softair Waxing. Wir haben Poopspray, wir haben Luftballon auf den Mund. Und wir haben den Shisha-Schlauch am Start, Freunde. Der Gewinner darf dran drehen, kommt dann natürlich auch auf den Switch, kriegt der andere das, ganz, ganz klar. Das ist schon assi eigentlich, ne? Ja, und ich würde einfach sagen, wir gehen rein, wir labern gar nicht lang rum, oder Zimbo? Wir labern nicht lang rum, Dynastie muss angesagt werden. Schnick, schnack, schnuck. Finde ich immer geil. Ich sag euch ehrlich, mach mal 1+ in die Kommentare. Ich finde es geil, wenn man die Entscheidung abgeben kann da. Fang du mal an. Blind machen? Ja, fang du mal an. Oh, ist das jetzt... Wahrscheinlich die letzte beide habe ich... Bin ich glücklich oder bin ich jetzt dann eher... Die letzten beiden habe ich verloren, immer als Zweiter. Wahrscheinlich wechselst als Erster wahrscheinlich wechselst du jetzt gerade. Der Traum von einigen ist es dann wahrscheinlich auch mal so ein Profi-Rennfahrer zu werden. Und ich glaube, da war das für die Jungs wirklich sehr, sehr interessant, dass sie halt auch da Fragen stellen konnten. Ey, wie habt ihr angefangen? So, was sind die ersten Schritte? Da war es wirklich für die Jungs auch interessant, wirklich die Geschichte von Rennfahrern zu hören, aber auch dann die Simulationsseite zu hören, war, glaube ich, sehr interessant für alle. Schnauze, Tissi. Dritte Ermahnung. So langsam steigt die Nervosität wieder. Ich meine, jeder von denen weiß ja auch, was auf dem Spiel steht. Fahren können die alle. Am Ende wird wirklich wahrscheinlich echt so der Kopf ein bisschen entscheiden, wie cool man bleibt. Vielleicht auch, wenn man mal einen kleinen Fehler macht. Ne? Stresssituation im Rennen, da wird es ganz wichtig sein, wirklich einen klaren Kopf zu behalten. Das Rennen ist freigegeben. Es ist ein guter Start von Niklas Laubisch. Ja, jetzt heißt es nur noch beten für Nick. Also Nick muss jetzt hoffen, dass Niklas zu übermütig wird. Und wir holen jetzt den Sieger auf die Bühne. Niklas Laubisch! Von Team Wendle! So, wir gehen mit FC-Points rein. Ja, welche Statistik führst du denn überhaupt? Müssen Icons eigentlich angesagt werden? Ja, safe. Icons ja sowieso. Okay. Ja, deine Aufstellungen sind da. Grundsolide, sagst du? Ja, gut, schlecht. Sagt eh nur nichts aus. Gib mir mal die 4. Okay. Die 4. Ja, es ist okay, Zimbo. Die ist doch okay. So, dann sind deine Capitanos da. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier passt und was nicht passt. Wenn da schon keine Icon dabei ist, dann könnte es ein Bruch werden. Also, es ist eigentlich sogar gut für dich, weil es ist nämlich eine Icon dabei. Und eine Karte passt, sondern das ist nicht die Icon. Ja. Die 2 passt nicht. Du musst dich also entscheiden zwischen 1, 3, 4 und 5. Hey, Onsonance! Die Onsonance! Da kommt einer und macht... Alter, kann ich? Ja, kann ich, Chat. Ne? Kann ich so. So macht er. Trinkst du, ich weiß gar nicht, trinkst du das Getränk gern, so wie sein Name ist? Ich glaube, Zimbo trinkt es gern. Ja, bestimmt. Hä, wie sein Name ist? Sein Name ist nach einem Getränk. Gibt's so ähnlich, ne? Paulana, oder? Nicht ganz. Ja, deine Spieler sind da, Zimbo. Es sind eigentlich nur Special-Karten. Sieht echt schön aus. Die 3. 3, alles klar, machen wir rein. Der hat sogar Stängel, der Zimbo. Der hat sogar Stängelchen. Gehen wir mal auf die Position. Aber ja, die Position, sage ich euch ganz ehrlich, mal an alle Draftbauer, an erfahrene Draft, auf der Position kommt immer dasselbe. RM, also irgendwas. Ne? Und es ist immer hoch. Ja, kannst. 5. Ach du Scheiße. Oh je, heißt das schon. Was aber RM? Ja, oh je. Die ist immer wirklich moch. Warum wurde jetzt da die Dinge hoch? Ich habe die nochmal platziert. Okay. Ja, nächste Position sind da. Digga, schön. Also die Auswahl ist wirklich schön, muss ich sagen. 2. Oh, wunderschön. Wunderschön. Der Blick zum mir rüber verrät, dass ich was Gutes getroffen habe, weil du nochmal kontrollierst, ob ich blind bin. Das finde ich immer gut. So, nächste Position. Du hast einen Dynastie am Start und eine Icon, Zimbotter. Dynastie und eine Icon. Ich sag dir nur eins. Einer davon ist ein Zidane. Mashallah, ich bin die 4. Jungs, guckt euch das an. Er hat Zidane zur Auswahl. Er hat eine Icon zur Auswahl. Und wo schießt er rein? Ups. In die Erbs? In die Erbs! Mit reingeschossen, okay. Ist die Erbs eine Torhüterin? Man weiß es nicht. Kann sein. Muss aber nicht sein. Vielleicht laber ich auch nur gerade Scheiße. Du hattest ja gar nichts. Das ist Scheiße, laberst du. Oder du bist einfach lost, Zimbo. Das kann natürlich auch sein. Erbs war doch Ding, oder? Erbs ist ja die Torhüterin von Arsenal. Okay, ja, dann gehen wir spielen wir das Spiel kurz weiter. Wenn ich dir eine Scheiße gelabert habe. Ja. Erbs ist die Torhüterin von Arsenal. Was könnte deine Icon gewesen sein und was könnte sie dann damit zu tun haben? Ah, Zidane Junior? Am Start. Aber das siehst du, wie stark ich eigentlich bin, ne? Ja, aber. Und die Icon war wahrscheinlich. Gut, kann ja dann kein. Doch, war eine Icon, ne?
Kann sein, ja. Fandasa kann ja passieren. Kann sein. Dann sind deine nächste Positionen da. Ich sag dir ehrlich, 2 Männer, 3 Damen hast du am Start, aber schöne Karten. 2 Männer, da gehe ich auf die 2. Alles klar. Oh, der war. Das waren deine ersten Punkte, Zimbo. Deine ersten Punkte. So, da geht's ja auch gleich weiter. Die zeigen dir viel Frauen. 4 Frauen. Wird schwierig. Kann aber auch schwierig sein. Aber kann auch schwierig sein. Ja, Digga, also ganz ehrlich hier, ist wieder. Deine Frauenquote ist heute sehr, sehr hoch in dem Draft. Und? Eins in eins! Gehen wir mal gleich auf die andere Position hier. Okay, da ist nur Mist. Ich nenne dir einen Spieler. Kannst du mir sagen, von welchem Verein da ist? Der gute Falk. Wo spielt der Falk? Falk spielt in der Liga. Österreich? Kopenhagen ist der Mann. Dene. Der Falk. Ah, scheiße. Ja. 4. Alles klar. Pack ich dir 1 im Butter. Dann gehen wir mal da hinten drauf. Und auch hier ist es sehr, sehr schwierig. Viel Informs. Die 5 nochmal. Neue Liga, neues Glück. Letzte Position. Und ja, du hast einen Mann dabei, den hat man relativ oft gezogen. Läuft nicht ganz so bei denen, sind jetzt gerade aus der Champions League rausgeflogen. Dann hast du noch einer dabei, da spielt ein anderer Kamerad, der trifft in der Liga immer ganz gut, bereitet immer gut vor. Ja? Stehen aber auch im Tabellenkeller. Ja, ganz schwierig. Dann hast du noch einer dabei, über den kann ich gar nichts sagen. Ja. Der bereitet ihn gut vor und trifft in der Liga. Bist du Kollege aber nur von dem, ne? Dann habe ich noch jemand. Dann hab ich noch jemand dabei. Die Liga soll früher relativ scheiße gewesen sein, als ein David Baxter hingewechselt ist. Ne? Ja, okay. Und dann habe ich noch einer dabei, der kommt aus, so wie es Broski immer sagt, aus der Farmers League. 2. Alles klar. Dann wer war das jetzt? Du hattest von denen, wo es nicht so lief, wo aus der Champions League rausgeflogen ist, ein Bonucci. Ne? Und dann hattest du noch von Heidenheim mit Beste, ne, der Kollege von ihm. So, das war deine letzte Karte. Wir vervollständigen den ganzen Lachs. Wir nehmen das alles mal mit. Okay, 3, 2, 1, let's go, Zimbo! Also du hast dir natürlich da gut einer hingebrezelt, ne? Und hast natürlich auch, klar, den setzt er direkt rein, der holt dich dahinter natürlich gleich raus. Eine Icon darf ja in letzter Zeit bei so einem guten Zimbo, die darf ja nicht fehlen, so eine Icon, ne? Da gibt's erstmal schön Minus, weil eine Icon, die darf beim Zimbo, die darf nicht fehlen. Er kriegt aktuell, ist ein kleiner Zimbo im Icon-Fahrwasser und hat auch so ein bisschen das Glück, dass er da ein bisschen hochbauen kann. Guck mal, hinten sitzt die Herbs. Die kannst du noch mitnehmen, Zimbot. Ne? Und dann hast du noch, wen hast du da noch? Guck mal, so ein hier, Frimpong würde ich hinten mal ersetzen vielleicht. Ne? Gibt dann eine schöne Minus 10. Haut aber dann andere Kollegen damit hoch, dann gibt es hier gar nichts. Ne? Dann hast du noch einen, oh, der gibt aber Minus da hinten. Der bringt leider gar nichts, weil deine spanische Liga dann rutschen geht, Zimbo. Eieieiei. Dann würde ich aber hier nochmal, guck mal, die Leila vielleicht nochmal hinten mit reinnehmen. Den Dest nochmal mit reinnehmen. 5. 4, 3, ja, ist noch 10 Sekunden. Alles entspannt. Oh, gibt auch noch mal Minus. Ich glaube, da ist nichts mehr rauszuholen, Zimbo. Ich glaube, da geht nichts mehr. Und dann bist du auch. Oh, ich glaube, du bist fett. Ah, ne, gleich dauert noch. Schluss! Viele Frauen, ne? Die haben mich ein bisschen verwirrt, sag ich dir ehrlich. Digga, warum kriegst du immer eine Icon in letzter Zeit? Immer eine Icon. Viele Frauen, die mich echt ein bisschen verwirrt haben. Hätte ich noch was machen können? Kriegt immer eine Icon. Ach, ich hab gedacht, das wäre auch. Wie blind ich war. Deswegen habe ich gedacht, okay. Aber ich hätte sogar vielleicht sogar Richtung MS gehen können teilweise, oder? MS? MLS? MLS, wann hast du denn aus der MLS? Nee, das nicht. Nee, nur den Prater, ne? Wenn es jetzt nicht gehen können. Kann nicht noch Balde oder Guerrero, kann die denn auch LM? Oh. Nee, leider nicht. Das kann hab ich auch Guerrero gehofft. Kann LM, aber das. Ah, der kann auch ZM. Ja, dann hättest du der hätte wahrscheinlich schon mal gut gepusht, ja, ne? Einfach lang können. Ja, wow. Ach du Scheiße. Fuck. Egal, musst du so annehmen. Du hast keinen Extrapunkt übrigens auch. Ja, kein Extrapunkt. Oh nein, das ist nicht gut. Please give me your number. 2, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh. Spanien vielleicht noch mal ein bisschen Bringt was. Ja, immerhin ein Punkt. Einer. Ja, es war dann auch das Maximum. Oh, der hat sogar 2 gebracht, aber ja, ich finde deinen Mann mit hier. Liga. Immerhin. Scheiße, Guerrero, Mann. Ja, mit ZM, Secondary Position, okay. 106 okay. Ist aber sehr schlagbar. Ja, safe. So, 106 gilt es zu schlagen. Ich setze mir mal heute die Trauermaske auf. Hast du, kein Draft Token oder sonst irgendwas. Ich habe FIFA Points genommen, FC Points. Sorry. Okay. Gut, wir gehen rein. Gucken wir uns die Formationen mal an, die aufgehen. Und ich sehe direkt, da ist keine dabei, die wir nehmen würden. Weder in Hellspin noch so auswählen würden. Gut, sagt doch nicht so viel aus, aber keine, die wir wählen würden. Sag, die 2 ist gut. Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Mal gucken, was hier alles passt, ne? Setzt sich schon auf die Bank. Oh, das ist aber gar nicht gut. Wir haben die 3. Passt der hier? Ne, passt ja auch nicht, Digga. Ach Gott, ist das bitter. Kräuf passt nicht rein ins System. Das heißt, es passt nur... Es passt nur die 4 und die 5. Ja, nicht die 4. Abfahrt, gönn ich dir. Shit, Alter, und der blockiert so eine gute Position direkt. Shit. Aber egal, weiter geht's. Nichts, was ich ansagen muss. Alle Special-Karten. Andersen, Otamendi, Mainka. 1. Da gehst du Drecksau direkt auf die Verteidigung, ne? Geh aber hier hin. Gefällt mir auch gut. Ein Silvestri, ein Omlin, ein Consigli. Okay, dann direkt auf die Torhüterposition, die Drecksau. Auf die 5 dann bitte. Kannst du dich schon ein bisschen zurücknehmen für unsere Werbefolgen? Ja, was ist denn das? Du dummer Hurensohn, Alter, was ist das? Das ist einfach nur ein Test, dass Pichi was zu arbeiten hat. Ich will doch, dass der ein bisschen was schafft. Oh, wichtige Position. Ja. Und wir haben eine Roth am Start, Quintero. Wir haben aber auch ein KK am Start, aber auch eine Magul. KK sitzt auf der 4. Perfekt, lock ich dir ein. Fühle ich bis jetzt wirklich die Auswahl. Aber die Auswahl eigentlich echt solide, ne? Hier mal ein Carlos Sola, ein Tetze, Tavernier. Wow, Rechtsverteidiger. Komm, dann nehmen wir mal die 2 mit. Ein Tetze. Ein Audi Tetze, hä? Audi Tetze, da war er. Was haben wir denn hier am Start? Oh, hier haben wir eine Pop am Start, Baller, aber auch ein Rain Rooney wieder. Und ich sag dir, du wirst da wahrscheinlich auf der Bank wirklich geile Icons. Rooney! Geben. Einmal die 4 bitte für den Rooney. Perfekt, lock ich dir ein, setz ich. Ich bin ein bisschen angespannt vor dem Rad, aber auch wieder schöne Karten. Pride, Barnes, gar nicht so viele Frauen am Start. Barnes, die Icon Barnes oder was? Oder nee, nee, okay, nee. 3. Ich glaube nicht mehr. Lock ich ein. Dann machen wir direkt nochmal die hier weg, gucken, was hier nochmal abgeht. Ja, ein Ingo Aspas, ein Vasic, ein Sanko, ein Lockman. 1. Pack ich dir rein. Das sieht noch gar nicht gut aus bis jetzt, aber nicht den Abend zu früh loben. Ja, wir haben Jordi Alba, schöne MLS, wir haben Gaia. Nimm mal die 5 mit, komm. Haben wir die hier? Eigentlich wirklich eine schöne Auswahl, ne? Wir haben Musiala, ein Fekir, ein Shaqiri, ein Anderson Talisca. 3! Auch schön, packe ich dir ein, nehmen wir mit. Letzte Position haben wir einen Robert Andrich, aber auch eine Dynastiekarte. Robert Andrich, nehmen wir die 3 mit. Okay, packe ich dir ein, ich fülle automatisch aus den Lachs. Zeig mal her, kann der was? Ja, lächerlich. Warte, 3. 2-1, let's go. Sieht auch ganz verwirrt aus, aber der ist halt wirklich schon sehr, sehr big. Thierry Henry, der bringt auch viel Brot nach Hause, war auch irgendwo klar, ne? Der bringt sogar mehr wie eine Icon Dybala. Wie krank ist denn das überhaupt, den zu setzen da? Dann hast du noch einen Agolo, der da perfekt reinpassen würde in den Lachs, ne? Du hast eigentlich wirklich mit Pop, du hast so Mané von Bayern und so, ne? Sieht eigentlich echt sehr, sehr solide aus, was du machst. Nur, ich verstehe halt nicht, wo du hingehst, weil du gehst da halt wirklich, versteifst dich wirklich auf die Serie A. Warum gehst du denn so auf die Serie A? Agolo kann das, stellst du aber nicht, verstehe ich nicht. Du hast noch 15 Sekunden, 15, 4. Digga, dass der sogar mehr bringt im Sturm, verstehe ich gar nicht, wie eine Icon, Digga. Aber du musst dich auch vielleicht eine Icon mal lösen, Digga. Was ist denn das eigentlich? Was baust du da? Kannst du mal die Spielergesichter irgendwie kontrollieren? Was machst du denn, Digga? Was ist das denn für ein absoluten Muck, was du machst? Muss man gar nicht verstehen, Digga. Verstehe ich echt nicht. Und 4, 3, 2, 1. Ich habe keine ZDMs gekriegt. Was war denn das für eine Mucke, Alter? Manager entscheidet. Oh, ich habe keiner bei da noch was gegangen. Brand hat mir nichts gebracht, weil die gute Dame, warum waren die so präsent? Warum hat mein Brand die da nicht mal mehr reingeballert? Konnten wir alles. ZOM, ZM hat nichts gekonnt, nur da wird nichts gebracht. Minus sogar, ne? Kein LV gehabt, außer Wagner, da bringt mir aber halt auch nichts. Hätte sogar nicht wirklich die Pop mehr gebracht, ne? Boah, minus 10. Ja. Ich glaube, das war schon wirklich das Maximum. Ne? Ach, guck mal, was konnten da? Der ist doch auch italienische Liga. Was kann er? Ja, aber gut, wo hätte ich ihn denn hinstellen sollen? ZM. Ja, nix. Nee. Manager? Die 3. Oh, nochmal Italien. Digga, wie skippt denn die Manager? Wichtig, Digga. Er gibt noch einen Punkt. Wie skippt denn die Manager weg? Aber du hattest, glaube ich, 86. Ich habe nur 85. War ein guter Hit. Aber ich habe keine Ahnung. Ja! Wichtig! Manager entscheidet! Junge, ist das eng!
Boah! Alter, ich sag's noch mal. Ich sag der Manager. Ist das wichtig? Alter, guck den an. Ist das wichtig? Schneller aufstehen, aufs Rad geht die Drecksau wirklich. Oh nein, ich habe aber Angst vor einem Switch. Bitte ein Switch. Bitte. Oh, der Chili-Zimmer. Und der liegt schon ewig. Oh nein. Der liegt schon ewig da drin. Nein! Chili! Nein! Was ein schöner Tag! Oh, hast du schön angesappelt. Brauchst du ein Tuch, Zimbo? Ja, hier sind. So ein Tag! So wunderschön wie heute! Digga, die, guck mal, wie lang die schon im Kühlschrank liegt. Viel Spaß, Zimbo, da. Wahrscheinlich ist es ein bisschen angegammelt auch schon. Geh mal Tücher rüber. Aber ich doch geil. Alter, wie wichtig war der denn? Wie wichtig war der denn? Digga, der Manager entscheidet am Ende des Tages. Ist das krank? Die haben Feuer, die Dinger. Und jetzt kommt wieder der alte Aufstoß, Zimbo. Das ist so schön. Ich fand, Digga, die Dinger musste ich bei Broskirchen zweimal essen. Ich wollte sie nicht. Ich wollte sie einfach nicht. Hatte aber ein bisschen Angst, dass dieses Rad auf Switch kommt. Ist scharf, Zimbot? Ah. Ist scharf? Ah. Ja, Freunde der Sonne, wenn ihr nochmal einen Retro-Blind-Draft sehen wollt, lasst ein Däumchen nach oben, lasst ein kostenloses Abo da. Ciao, ciao.